Lisa wohnte mit ihren Eltern im Vogelswald. Sie und ihre Eltern lebten von dem, was sie im Wald fanden. Der Vater sammelte von dem Holz, das der Wald ihm zur Verfügung stellte, und baute daraus Geräte, die er auf dem Markt in der Stadt verkaufte. Die Mutter sammelte Bärlauch und andere Kräuter, um daraus Seife und Heilkräutertinkturen herzustellen. Ganz besonders liebte Lisa den leckeren Brombeersaft, den ihre Mutter im Herbst stets zurechtmachte, und die leckere Hagebuttenmarmelade, für die ihre Mutter stundenlang in der Küche zubrachte. Zusammen mit den Zwergen und den Elfen lebten sie in vergnüglicher Gemeinsamkeit. Doch bald war es mit dem Frieden zu Ende. Große Maschinen machten dem Waldvolk seit geraumer Zeit das Leben schwer. Und die Bäume beschwerten sich und das Licht wurde immer dunkler. Eine große Finsternis zog herauf, die das Herz der Menschen verdunkelte. Es war der große Grumpf. Der den Menschen in ihrem Wunsch nach Geborgenheit die Herzen vergiftete und sie vergessen ließ, dass sie doch magische Wesen waren. Eines Tages fand die Mutter keine Bienen mehr in ihren Stöcken. Zu erschüttert, als dass sie etwas sagen konnte, stellte sie einen der Stöcke auf den Tisch in der Küche ihres Hauses, um ihn genau zu untersuchen. Lisa sah bestürzt, dass kein Bienchen mehr darin war, und langsam keimte in ihr die Gewissheit, dass der große Grumpf etwas damit zu tun hatte. Der Tag war gekommen, sie musste etwas unternehmen. Sie stürmte in die Bibliothek des Hauses und suchte nach dem alten Rezeptbuch ihrer Großmutter. Sie ging damit in ihr Zimmer und blätterte fieberhaft darin herum. Dann fand sie es. Ein magisches Rezept für magische Kekse. Das ist es. Genau das brauchte sie. In ihr wuchs ein Plan heran. Sie benötigte nur noch diese Zutaten. Mal sehen. Gelbknollwurz, Eschenrinde eines verzauberten Waldes, Talg eines vergifteten Hundes und Herzsamen. Noch nie hatte sie was von Gelbknollwurz oder Herzsamen gehört. Sie beschloss, ihre Mutter zu fragen. Schließlich kannte die sich sonst gut mit Kräutern aus. Sie schlug das Buch zu, versteckte es unter ihrem Bett und rannte hinaus in die Wohnstube, wo ihre Mutter immer noch erschüttert am Bienenstock stand. Sag mal, Mama, ich habe gelesen, dass man mit Gelbwurzknollen besonders leckere Plätzchen machen kann. Wo findet man das? Die Mutter schaute sie erstaunt an. Nun, das findet man hier im Wald nicht. Das kommt von weiter her. Womöglich weiß Adriana aus Hintersberg, wo man dieses herbekommt. Sie könnte das sicher besorgen. Ah, ach ja, Hintersberg. Hintersberg war eine gefühlte Weltreise entfernt. Zu Fuß würde sie da nicht so schnell hinkommen, aber sie ließ nicht locker. Und Herzsamen, wo findet man das? Das ist aber ein seltsames Rezept. Sagte ihre Mutter. Herzsamen. Ich weiß nicht. Die kenne ich nicht. Könnte sein, dass Adriana sie eher kennt. Sie ist eine alte, weiße Kräuterfrau, die großes Wissen hat über alle möglichen Pflanzenarten. Dann werde ich irgendwann zu ihr gehen, um sie danach zu fragen. Ihre Mutter schaute kurz von den Bienenkörben auf. Mach das nur. Es ist immer gut, etwas über Pflanzen zu lernen. Fest entschlossen und überzeugt, dass dies so wichtig und richtig ist, entschloss sie sich, auf den Weg zu machen und diese Zutaten zu suchen. Sie sammelte die nächsten Tage Vorräte für die Reise und etwas Geld. Irgendwann war der Tag gekommen. Ihre Mutter war draußen im Garten und ihr Vater war in den Wald gegangen und sie schrieb einen Brief an die Eltern, damit sie sich nicht so sehr beunruhigten, mit dem Hinweis, dass sie die Kräuter bei Adriana suchen wollte. Es mochte wohl sein, dass ihre Eltern sie für etwas verrückt hielten, für ein paar Kekse das Haus zu verlassen. Sie wussten ja nicht, dass es magische waren. Sie sah noch ein letztes Mal um die Ecke des Hauses, wie ihre Mutter sich gerade über den Kräutern des Gartens bückte und versprach ihr schnell wieder zurückzukommen. Dann ging sie davon.
währenddessen nicht weit vom Vogelswald entfernt.